Es gab Zeiten, bessere Zeiten, als unser Volk glücklich und hochmütig seinem Schicksal entgegensah. Wir fürchteten nichts, denn wir ahnten nicht, wie einsam wir sein konnten. Zu jener Zeit waren unsere Frauen unser Ein und Alles, unser ganzes Leben, die Sonnen, um die sich unser Leben drehte. Wir lachten viel und gern und waren gerühmt für unsere rauschenden Feste. Die Kochkünste unserer Frauen waren legendär. Und nicht nur diese. Doch dann waren sie weg. Von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden und unser Land versank in Chaos. Denn dies war nur der Anfang. Es kamen schreckliche Dürren. Das Vieh verdurstete auf den Feldern. Gigantische Heuschreckenschwärme machten sich über die kargen Reste der Ernte her. Die Erde bebte. Der Zorn der Götter entlud sich in einem Inferno aus Feuer und Rauch. In unserer Verzweiflung wandten wir uns ratsuchend an einen gallischen Seher, der auf dem Weg zu einer okkultischen Konferenz in unserem Dorf Rast machte. In seinen Visionen sah er Reichtum, Frauen und eine große Reise, die uns bis ans Ende der Welt führen würde. Seinem Rat folgend stellten wir eine Expedition zusammen. Ich wurde auserwählt, das Kommando über die Flotte von zwei Schiffen zu übernehmen. Schon tags darauf stachen wir in See. Doch, wie nicht anders zu erwarten, wurden unsere Schiffe in einem schweren Sturm zum Opfer der gefräßigen, alles verschlingenden Wellen. Dies sollte erst der Beginn einer Odyssee sein, von der später nicht nur die nächste Generation erzählen wird. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Ich habe natürlich mehrere Siedler-Let's Plays auf meinem Kanal. Das ist jetzt Siedler 2, die nächste Generation. Ein etwas zickiges, technisch aufwendig, aber doch nicht so ganz zuverlässig umgesetztes Spiel von meinem meistgasten Publisher Ubisoft. Es ist erschien als 10-jähriges Jubiläum für Siedler 2 und ja, es ist an sich in ein paar Punkten sogar relativ gelungen. Also, ja, Einzelspieler, ich würde die erste Kampagne spielen und vielleicht, wenn ich motiviert bin, die Wikinger. Ein relativ gutes Tutorial und natürlich eine freie Spielfunktion. Und ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Karte. Die ist nicht besonders aufregend, aber ihr werdet es selber sehen. Also bis dann. Und hier sind wir. Der zweite Aufbruch. Nach zahlreichen Tagen im Auge des Sturmes hatten wir jegliche Orientierung verloren. Die tückisch aufbrausenden Wellen ließen uns auf Legerwall geraten. Dadurch zerbarst der Schiffsrumpf und gab seinen Inhalt einige Meilen vor dem rettenden Ufer frei. Wir konnten von Glück sagen, dass wir nahezu vollzählig den Sturm und den Aufschlag überlebten und noch genug Kraft fanden, zum Ufer zu schwimmen. Landratten hatten ohnehin nichts auf hoher See verloren. Seltsam. Alles schien so vertraut. Die Flora und Fauna hier glich sehr unserer Heimat. Und ich hätte schwören können, wir wären weit vom Kurs abgekommen. Nun, es galt, unser Überleben zu sichern und die Insel zu erkunden. Die angeschwemmten Güter aus dem Schiff würden uns vorerst eine große Hilfe sein. Okay, ich fange einfach mal an. Wir haben im Hauptquartier Bretter und Holz und ein bisschen Steine. Das heißt, Grundlagen sind schon mal gelegt zum Bauen und ich beginne natürlich standardmäßig mit zwei Sägewerken. Einen Steinbruch. Mal hier bauen und jeweils Förster, Holzfäller, eine
natürlich mit dem Weg verbunden. Und hier dasselbe, nur hier bauen wir noch ein Militärgebäude. So. Förster. Holzfäller. Da anschließen. Da vielleicht auch noch ein Militärgebäude. Hier unten eins. Hier. An allen Ecken praktisch des Landes. Standardmäßig. Und hier oben von mir aus auch eins. So. Wege querfeld ein, denn Träger gibt es bei Siedler 2 umsonst. Mit Leertaste kann man wunderschön diese Bauübersicht ausmachen. Und ja, man kann sogar das Spiel beschleunigen. Den da. Das ist jetzt einfach eingebaut. Und was ich zu dem Spiel sagen kann, ist einmal, dass es zum 10-jährigen Jubiläum von Siedler 2 erschienen ist, also 2007. Es ist von Ubisoft, die haben immer so einen geilen Kopierschutz drauf. Also ich habe die Originalversion mir gekauft, damals für teures Geld mit dem Add-on Die Wikinger. Das einzige Problem ist nur, dass inzwischen Securom nicht mehr von Windows unterstützt wird. Hat damals auch viele Probleme bereitete Treiber und dadurch funktioniert das Spiel einfach nicht. Oder es funktioniert auf gut Glück und startet manchmal nicht. Zum Glück habe ich irgendwie einen Patch gefunden, dass es geht. Ansonsten wäre ich auf No-CD-Patches aus dem Internet angewiesen, die nicht besonders toll sind, weil sie auch nicht die neueste Programmversion hier spielbar machen. Genau. Das zur Herkunft. Also es wurde mit großer Liebe zum Detail gemacht. Es kommt aber nicht an die Details des Originals. Es ist halt ein bisschen, sagen wir mal, schlampig programmiert, weil ich habe massive Probleme gehabt, das überhaupt aufnehmen zu können. Schweige denn, damit es halt vernünftig läuft. Also ich habe da irgendwie Pech und je nachdem, auf was für ein Rechner läuft, das kann sein, dass man in die Ecke klickt und das Fenster irgendwie minimiert wird oder solche Sachen. Das ist halt der Nachteil bei den etwas aufwendig gemachten Spielen. Je nach Zeit laufen sie halt immer schlechter. Siehe Siedler 3, was zum Beispiel auf meinem Laptop gar nicht läuft, weil das der Chips das nicht zulässt, weil der ein bisschen seltsam ist. Genau, ich habe hier ein Nachrichtenfenster. Die spammen mich mit Nachrichten, so dass Gebäude hier fertig gebaut werden. Und ja, ich kann sonst hier die hübsche Grafik genießen, wenn es mal nicht so schnell läuft. Da gibt es wunderschöne Tierchen. Hasen hoppeln durch die Gegend, Grasbüsche. Und es gibt eine schwenkbare Kamera. Kann ich zum Beispiel jetzt schwenken. Mein Land beobachten, meine Siedler beobachten. Und auch die Landschaft, aber ich kann sie jetzt nicht festsetzen, zum Beispiel auf so einer Ansicht. Weil wenn ich jetzt die rechte Maustaste loslasse, zack, springt die Kamera wieder zurück. Ansonsten ist es in dieser Mission wahrscheinlich nur der Auftrag, das Tor zu erreichen. Nach einem Schiffsbruch, das ist glaube ich der Rest von unserem Schiff, der ist hier in dieser Pfütze gelandet. Hier gibt es Steine, die will ich natürlich abbauen. Baue ich das nächste Militärgebäude und hier kann ich sogar Soldaten auslagern, Gold verbieten, total praktisch. Und ich glaube, inzwischen kriegt man sogar Rohstoffe zurück, wenn man Gebäude abreißt, also totaler Hightech. Das war im originalen Siedler 2 alles natürlich nicht möglich, deswegen spielen wir die nächste Generation. Die Story habt ihr mitbekommen. Es geht, die Frauen sind weg und man macht sich auf die Suche nach denen, damit man irgendwie überlebt. Genau, ich baue noch ein wenig mein Land aus und meine Holzwirtschaft. Das ist das einzig Relevante hier in dieser Mission. Es gibt zwar Rohstoffe, aber ich kann hier glaube ich keine großen Militärgebäude bauen und auch keine Brauerei. Bier gibt es im Hauptquartier auch nicht. Also das mit der Soldatenproduktion wohl nix. Genau, baue mich dann mal Richtung Tor aus. Hier Militärgebäude, da Militärgebäude und weiter geht's. Genau, weshalb spiele ich das hier? Ich habe lange Zeit meiner Jugend mit Siedler 2 verbracht. War einer der wenigen Spieler, die halbwegs vernünftig auf meinem großartigen PC damals liefen. Wer es noch nicht weiß, das war ein Pentium 133 MHz mit 16 MB Arbeitsspeicher, 1,5 GB Festplatte und 2 MB
PS3 Trio 64 Grafikkarte. Somit habe ich mir damals die 3 gekauft und war total enttäuscht, dass es eigentlich gar nicht gut läuft. Und habe mir überlegt, ja, das was ich habe, kann ich ja spielen. Und so, außer durch Computerzeitschriften hat man damals nicht großartig mitbekommen, was es so für Spiele gibt. Und das Geld hat man sowieso, also ich hatte es häufig halt nicht irgendwie, weil es war eine Zeit, da hat man einen Computer gekauft und der war dann schon morgen quasi veraltet. Oder im Moment, wo man ihn aus dem Laden geschafft hat. Erst mit der Zeit hat sich diese Entwicklung ein wenig verlangsamt. Ist, glaube ich, so ähnlich wie jetzt vor ein Jahr noch mit Smartphones. Das ist, dass man die, wenn die ein bisschen älter sind, total einfach vergessen kann, weil die den Anforderungen sowieso nicht mehr genügen. Okay, wir haben 2 Sägewerke. Die machen jetzt ihre Arbeit. Vielleicht bauen wir uns noch ein drittes. Dann haben wir noch mehr Holz. Ja, vielleicht. Jetzt haben wir die Klasse weg. Sägewerk hin. Sägewerken so gebaut. Und wir haben wieder Militärgebäude besetzt. Dann schicken wir die Soldaten raus. Hier gibt es nochmal Steine. Zack. So. Ja, auch Militärgebäude. Schicken wir direkt um Soldaten raus. Damit wir endlos besetzen können. Und hier diesen Wald. Der holt sich zum Teil ab. Aber an der Küste habe ich noch keine Fischerhütte gebaut. Daher hier nochmal eine Fischerhütte. Ja, außer zum Laufen bringen des Spiels hatte ich sonst noch ein Riesenproblem mit den Aufnehmen. Mein Aufnahmeprogramm wollte nicht. Jedes Mal gab es eine Datei, die stolze 1,7 Kilobyte groß war. Aber jetzt höre ich an der Festplatte, die ist ja laut genug, dass tatsächlich eine Aufnahme läuft, weil die Festplatte arbeitet. Genau. Dafür habe ich jetzt keine Anzeige der Framerate und keine anderen Indizien dafür, dass das Aufnahmeprogramm tatsächlich funktioniert. Genau, jetzt baue ich wieder Militärgebäude, sinnloserweise in dieser Ecke, aber sinnvoll wäre es eigentlich hierhin, weil das ist der Weg Richtung Tor. Also es gibt hier mal so einen kleinen Trampelpfad. Ich kann hier noch mal Erkunder schicken. Euch überall Baracken, weil das ist das Einzige, was man bauen darf. Ja. Und für alles andere hat man keine Baumöglichkeit in dieser Mission. Das ist einfach per se deaktiviert. Was baue ich denn einfach noch? Ein Sägewerk. Noch ein Forsthaus. Holzfäller. So. Gemütliches Echtzeitstrategiespiel aus der goldenen Ära der Strategiespiele. Man könnte sagen, es ist einfach ein HD-Remake. Aber das trifft es ja nur zum Teil, weil es ja andere Features hier gibt, die das Original nicht hat. Also es wurde vorsichtig verbessert. Aber die Gegner-KI ist mindestens genauso stupide wie im Original. Und das Beförderungssystem für Soldaten auch. Also, wenn die Gold bekommen, werden sie besser, ansonsten nicht. Und wenn der Gegner einen an der Grenze trifft, dann haut einen sofort das Land. Ohne Wenn und Aber, völlig egal, ob die Soldaten gut sind oder schlecht. Also finde ich das System bei Siedler 3 viel besser. Einmal gibt es eine Aufwertung durch Mana. Und einmal kann man natürlich auch mit Hilfe von Gold Moral von den Soldaten wird besser, je mehr Gold man hat. Und dadurch sind die einfach besser im Kampf. Und hier ist es einfach so, dass man nur einzelne Soldaten, so wie gesagt, mit Gold ausbessern kann. Und dann hast du Pech. Ist der Soldat tot, ist das Geld, das Gold unwiederbringlich verloren. Und es gibt jetzt keinen Moralwert oder so, der helfen würde, man irgendwo noch eine Konstante behält oder so. Das gibt es hier nicht. Das Gebiet ist auskundschaftet. Hier gibt es eigentlich auch soweit nichts zu holen. Außer der Weg macht hier einen kleinen Abzweiger. Dann baue ich da mal hin. Naja, und die automatische Wegfindungsroutine für Wegebau ist auch ein bisschen witzlos. Also, das Gelände ist ja ziemlich flach im Regelfall.
relativ steile Gelände. Hier gibt es in den Bergen, also wie jetzt hier. So. Genau, ich habe ein Kohle- und Granitbergwerk. Unglaublich. Fischerhütten, die das Ganze versorgen. Ich könnte auch irgendwo, wo Platz ist, noch einen Bauernhof hinbauen, aber so wie gesagt, das ist in dieser Mission völlig sinnfrei, weil man hier sowieso keine Waffen produzieren kann und soweit ich sehe, auch gar keine Gegner hat. Das ist die Karte, da ist das Tor. Und das ist mein Land, was sich jetzt ausbaut. Und das sollen koptische Schriftzeichen sein. Im Spiel. Genau, also wieder ein Militärgebäude besetzt. Hier das nächste, einfach weil ich es kann. Nicht weil es irgendeinen Sinn macht oder in einer strategischen Natur ist. Also man kann hier gemütlich vor sich hinbauen. Das Ganze, was man auch hinbaut, sieht dann verhältnismäßig nett aus. Schöne bunte Texturen, Bäume, die sich bewegen. Also wie gesagt, ein Spiel aus dem Jahr 2007. Kann seinen Siedlern beim Zuschauen sitzen. Das ist, glaube ich, Gelände ist in einer Art 3D. Genauso wie die Häuser 3D-Modelle sind. Es gibt süße Wasserspiegelungen, sogar an Muscheln haben sie gedacht. Ich glaube, da hinten ist unser Schiffswrack. Nicht dieses, sondern das da. Es waren ja zwei Schiffe laut Intro, mit welchen man hier losgezogen ist. Nach einigen Tagen fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Die Insel, auf der wir gestrandet waren, befand sich unweit unseres Heimatortes. Diesen Ort mieden wir Römer sonst aufgrund seiner Ungastlichkeit und der katastrophalen Wetterbedingungen. Aber irgendetwas war hier anders. Während in Rom die Unwetter wüteten, entfaltete sich dieser kleine Ort zu einer Oase, in der man recht gutes Auskommen hatte. Okay, jetzt gab es eine weitere Meldung der Story. Jetzt wissen wir, warum die Römer hier nicht hin wollten, obwohl das ganz in der Nähe ihrer Heimat gewesen ist. Und ja. Wir haben hier auch ein schönes Auskommen, weil wir bauen hier ein Militärgebäude nach dem anderen. Und das ist halt die alte Regel aus Siedler 1. Nach einem Militärgebäude wieder das nächste Militärgebäude und das bauen wir so lange, bis man an eine Grenze stößt. Und dadurch, dass die Dinger hier einfach nur Holz kosten, kann ich ja nicht die ganze Karte damit zupflastern. Ohne dass ich jemals die Sorge haben muss, dass mir die Soldaten dafür ausgehen. Mega praktisch. Kann natürlich mega gefährlich sein, wenn auf einmal ein Gegner auftaucht, der sich in der Nähe eine nette Kolonie geschaffen hat. Weil dann kann er mit wenigen Soldaten und ein Lagerhaus sein, das ganze Land quasi abnehmen. Das einige Landstriche erleichtern. Und das sind diese nervigen Meldungen. Manche sind sinnvoll, wenn zum Beispiel ein Werkzeug fehlt. Machen das Spiel viel einsteigerfreundlicher als Teile davon. Auch hier haben wir die einzige Stelle, wo das Gelände steil ist. Ansonsten für mich ist es einfach nur Spam, aber naja. Wie gesagt, ich habe früher viel Siedler 2 gespielt, also habe ich ein bisschen eine andere Sicht, glaube ich, als Leute, die jünger sind als das Spiel. Ich muss ja bedenken, ja, schon relativ alt. Das heißt, es gibt ja viele Leute, die über 30 sind und das zocken, die damit aufgewachsen sind, aber davor wird es halt ein bisschen schwieriger. Also, wie gesagt, dieses Spiel rauskommt, weil ich nicht besonders jünger bin. Es gibt haufenweise Leute, die sagen, heutzutage Computerspiele spielen und viel jünger sind als solche Spiele wie die hier. Aber diese gucken wahrscheinlich sowieso nicht meinen Kanal, daher passt es schon. Dann, ja, bei den aktuellen Titeln kann ich einfach nicht mithalten. Ich habe nicht die Zeit für so Aufnahmen und ja, das ist ja auch irgendwo anstrengend und ich habe ja auch noch einen Beruf und Familie und solche Sachen. Das ist anders, wenn man irgendwie Teenie ist und irgendwie den ganzen Tag muss. Schule, keine Verantwortung, weil ich machen kann, was man will. Und so viel Geld hat für High-End-Grafikkarten oder solche Sachen. Keine Rohstoffe, Steinbruch, das haben wir hier sehr ähnlich gemacht wie jetzt in Siedler 3. Steine gehen schnell zu Ende und dann haben wir eigentlich ein Problem. Weil ohne Steine kriegt man keine Gebäude fertig. Außer Baracken, die kosten ja keine Steine. Aber man kann hier auch die ganzen Steine für Katapulte loswerden und dann die Gegner zu schießen.
was ich auch sehr praktisch finde. Aber das kommt ja sicherlich bald in der nächsten Folge. So, hier einmal alles raus mit euch. Da ist das Tor. Oh, ist einfach wie verrückt überall Baracken. Da ist alles besetzt. Oh, hier ist ein schönes Land. Ich auch mal eine. Zack. Viertel der Karte haben wir uns schon mal sinnfreierweise unterm Nagel gerissen. Auch wenn wir davon uns echt nichts kaufen können. Raus, sonst haben wir keine weiße Flagge am Gebäude erklärt, dass der Gegner weit ist. Okay, das Gebiet hier oben. Hier eins. Da eins. So. Ich spiele das ganze Land aus Baracken und aus Straßen. Ein bisschen Holz haben wir, aber wir haben haufenweise Steine, weil wir gerade keine benutzen. Und wir drei Sägewerke laufen auf 100%. Ah, ein viertes gibt es auch inzwischen. Ich weiß ja nicht, was wir nehmen machen. Granit abbauen. Und hier hinten bräuchten wir, glaube ich, langsam ein Lagerhaus, weil die Wege echt extrem lang werden. Aber die Mission ist ja auch jetzt damit so gut wie vorbei. Daher mache ich das jetzt einfach mal sinnloserweise, dass ich das hinbaue. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Jetzt habe ich eine Flagge gebaut. Toll. Holzfäller wollte ich bauen. Also ich weiß nur, was welches Gebäude welches ist, weil die Anordnung einfach dieselbe ist wie eigentlich in Spiel 2. Also klicke ich da aus Gewohnheit hin und dann passt das. Ein Anarchieloch. Mitten im Land. So, jetzt warte ich mal auf die Selbstsaison. Zack. Nächstes Gebäude. Das wird alles besetzt, nur nicht die beim Tor. Auch interessant. Die brauchen am längsten. Ist ja auch inzwischen ein kleiner Weg, den sie zum Hauptquartier laufen müssen. So, hier ist was besetzt. Oh, hier könnte man auch was bauen. Den hatten wir noch nicht. Ah, die sind direkt beim Tor. Hier baue ich eins. Dann habe ich das Tor direkt. So, hier ist noch ein Gebäude. Das entleere ich mal. Keine Rohstoffe, Steinbruch. Meine Lieblingsmeldung. Ah, und man kriegt hier Rohstoffe zurück. 50%. Das ist schon mal eine ziemliche Neuerung, denn beim Originalsiedler 2 haben die Gebäude einfach nur gebrannt und die Rohstoffe waren für immer verloren. Das war einfach dann persönliches Pech. So, was sagen Sie mal hier weiter bauen? Ich verstehe nicht, warum Sie für diese Mission einfach so viel Land gemacht haben. Wenn ja alles mit Baracken zu bauen. Aber das Land ist ja völlig nutzlos. Es gibt hier keine Gegner, nichts. Automatisch gespeichert. Oh, hier wird gleich wieder ein Gebäude besetzt. Nein, der läuft zurück. Das ist schon besetzt worden. Ja, das ist das Tor. Ich kann hier noch Erkunder her schicken. Ich kann auch da hinten Erkunder her schicken und schauen, was da überhaupt ist. Wahrscheinlich nichts. Das Lagerhaus braucht noch ein bisschen. Inzwischen gibt es auch eine Meldung, wie viele Rohstoffe benötigt werden. Also, eigentlich haben sie das Spiel hier richtig gut gemacht, weil viele Hürden für einfach Einsteiger damit erledigt sind. Aber so wie gesagt, die Zeit ist eine andere. Heutzutage spielt man wenig Singleplayer. Außer es gibt natürlich Ausnahmen. Spielt, glaube ich, eh weniger Strategiespiele. Irgendwas, was grafisch einfach nichts taugt, hat sowieso keine Chance. Oder halt irgendwie eine gute Community oder Multiplayer-Faktor hat. Also, ich glaube, hätte Minecraft nicht so eine Community,
und so viele Möglichkeiten wird es auch kein Mensch spielen. Und das ist das Problem, klar, warum das so gescheitert ist. Das war halt in Europa und in Deutschland sehr, sehr erfolgreich. Vor allem in den 90ern, in der goldenen Ära der Strategiespiele, wo es halt einfach zum guten Ton gehört hat. Strategiespiele, Aufbaustrategie, Echtzeitstrategie und rundenbasierte Strategie zu spielen. Aber diese Zeiten sind so wie gesagt vorbei. Jetzt spielt man mehr Rollenspiele oder halt Mischungen. Die Sachen sind halt mehr miteinander verschmolzen. Und der Konsolenmarkt ist auch ein bisschen anders. Also, was man alles auf der Xbox und PlayStation spielen kann, das ist schon krass. Und ja, da haben Computerspiele dieser Art wie das hier eh keinen Fuß gefasst. Mission gewonnen. Auf der Suche nach mehr fruchtbarem Land stießen unsere Kundschafter auf zwei mysteriöse Tore mit einer Inschrift aus koptischen Schriftzeichen. Wie hätten wir uns die Blöße geben können, unverrichteter Dinge zu unseren hoffenden Landsleuten heimzukehren? So traten wir also durch eines der Tore und begannen eine Reise, die uns weiter wegbrachte, als wir uns je vorstellen konnten. Jetzt kann ich natürlich noch stundenlang weiterspielen. Also er sprach von koptischen Zeichen. Wer von euch nicht weiß, welche Zeichen das sind, das sind wahrscheinlich nicht diese, die hier überall auf diesen Schildern sind, die in der Gegend verteilt sind. Jetzt finde ich natürlich keins. Richtig toll. Ich schau mal irgendwo. Da ist eins, genau. Also koptische Zeichen, der hätte auch genauso sagen können, äthiopische Zeichen, das ist in Afrika, denn als das Christentum entstand, im Römischen Reich unter anderem, das ist so ein bisschen verteilt. Es gab die römische Kirche, das ist halt die heutige katholische Kirche für Westrom. Die heutige orthodoxe Kirche kam eigentlich eher aus der alten Kirche, die kirchliche Hauptstadt, also war Konstantinopel, und die koptische Kirche, das war die Kirche in Afrika, also so Äthiopien und drunter, das war auch christlich und ist dann irgendwann mal durch den Aufstieg des Islams vom Rest abgetrennt worden. Aber die koptische Kirche hat bis heute überdauert. Also die hat dann auch vieles aus der alten Kirche übernommen. Und so begann die Geschichte, wie sich das Christentum halt durch Konzile und Entscheidungen nach und nach gespalten hat. Aber ich verstehe nicht die Entwickler, warum die hier was von koptischen Zeichen behaupten. Ich weiß gar nicht, wie die Sprache dort war. Auf jeden Fall ist das die Hintergrundinfrastruktur. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich könnte natürlich diese Karte jetzt hier weiter noch ein paar Stunden spielen. Aber ich glaube, das macht echt keinen Sinn. Weil ich würde noch genug Siedler spielen. Und so viel Spaß macht es auch nicht, überall Baracken hinzubauen. Daher danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert es einfach. Dann habe ich ein Feedback, was ich besser und anders machen kann oder was ich sagen lassen soll oder machen soll. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann.